Hallöchen, meine Lieben. Ja, ich weiß. Ich war wieder einkaufen, aber das ist jetzt diesmal, das glaube ich, das letzte Mal dieses Monats, weil das habe ich ja jedes Mal, glaube ich, gefühlt. Aber ich denke, diesmal ist es wirklich so. Ja, mit Kalorien zählen, / mein WW, ist immer so eine Sache, ne? Also, ich mag es einfach nicht so gerne, Sachen aufzuschreiben und ständig abzuwiegen und das bin ich halt nicht so gerne, mache ich halt nicht so gerne. Klar sollte das sein und sonst klappt es gar nicht. Und klar, es gibt ja auch dieses Intuitiv-Essen oder intuitives Essen, wie das ausgesprochen wird. Also, dass man auf deinen Körper hört und dann isst, wenn man Hunger hat, ja, das mache ich ja auch sowieso. Das mache ich ja dann, wenn der Magen knurrt oder wenn ich das Gefühl habe, richtig Hunger zu haben. Nicht nur Appetit, dann esse ich auch nur. Das ist jetzt auch schon etwas länger schon so. Und aber leider merkt es an der Waage jetzt noch nicht so. Ich weiß nicht, wie oft ich schon versucht habe, mit meinem WW abzunehmen. Aber irgendwie klappt es nicht. Und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwie gefühlt. Weil immer wieder melde ich mich da an und zahle auch Geld dafür, was ich eigentlich dann für was anderes ausgeben könnte. Ja, deswegen habe ich mich entschlossen, im Februar, März, in dem Anfang des Jahres, nächsten Jahres, läuft mein aktuelles Abo aus. Ich werde dann nicht kratzen, nicht immer ein schönes Klamotten da, nicht mehr mich bei WW anmelden. Das sage ich jetzt und danach, nächstes Jahr und diese Zeit sage ich, ja, ich habe mich schon wieder angemeldet, ne? Nee, aber diesmal habe ich wirklich den Sinn dahinter verstanden, dass ich es nicht nochmal machen werde, weil es bringt mir nichts. Deswegen werde ich es versuchen mit Kalorienzählen ab und zu mal. Aber ja, gut. Trotzdem war ich jetzt ganz kurz einkaufen bei Rewe. Genau. War eigentlich nicht so viel geplant, wie es jetzt am Ende dann doch geworden ist, aber das ist halt immer so ich, ne? Also, hier habe ich einmal Erdbeeren vom Bauern, also war jetzt teurer, also es wäre jetzt 3 Euro irgendwas, 500 Gramm, sehen aber auch lecker aus, die Erdbeeren. Genau. Und hier meine Brötchen, Kopenraten Wiese. Dann habe ich hier einmal 4 meiner Katzen. Und zwar Katzenhygienestreu. Das ist aber jetzt nur vorübergehend, weil ich ich habe mein Gehalt bekommen. Das bekomme ich am 15. Und dann habe ich jetzt für meine Katzen Katzenstreu und Futter gekauft bei Fressnapf. Das kommt aber, wird aber geliefert, weil ich das große, es ist so ein 30 Liter oder was das ist, ne? Ungefähr Katzenstreu und da brauche ich immer 2 dafür. Dann brauche ich 2 Monate nicht mehr, ungefähr 2,5 Monate nicht neu kaufen und das passt nicht auf meinen Roller drauf. Da selbst eine 30 Liter Sack ist schon ziemlich schwer für meinen Roller und deswegen habe ich es jetzt bestellt. Klar, natürlich müssen die armen, wie heißt das hier, Paketboten das leider schleppen, aber bei mir müssen sie das nicht hochschleppen. Ich habe extra gesagt, sie können es woanders abstellen, dass es auch in Ordnung ist. Nicht, dass sie jetzt da irgendwo hier hochschleppen müssen. Das mache ich dann selber, ne? Also von daher nicht übertreiben. Genau. Machen wir weiter hier. Dann habe ich hier Carpaccio. Das muss sofort in den Kühlschrank. Das bläht schon mich schon. Also hier. Ja. So ein bisschen aufgebläht. Es ist auch warm hier heute, ne? Aber trotzdem, ich habe 2-mal gekauft. Das mache ich dann gleich. Dann habe ich wieder 2-mal Eier, also insgesamt 20 Eier. Dann habe ich Möhrchen, weil ich wollte mal so einen Abendsnack machen. Also habe ich jetzt auch noch hier Tzatziki. Mit dem Käse habe ich ganz viel gekauft, komischerweise. Schmeckt ganz gut. Also einen Snack machen halt, ne? Hier habe ich, wie gesagt, Möhrchen, also Möhren, Karotten. Dann habe ich 3 Gurken. 3 Gurken, genau. Dann habe ich
zweimal Aubergine. Dann zweimal Salami, also so die spanische einmal und das andere ist, glaube ich, auch die spanische, ne? Ja, also hier Tapas. Einmal drei Salami hier, so Stückchen. Und einmal so geschnittene. Jo. Das sind meine anderen Eier. Ich habe auch Katzenfutter gekauft, also halt dieses Leckerlis habe ich gekauft. Nassfutter habe ich jetzt nicht gekauft, weil es haben sie noch zwei Päckchen und haben noch zwei Dosen hier stehen. Also das reicht noch, bis Fressnapf ankommt. Dann habe ich hier Putenbrust, zweimal von Ja. Alles im Angebot. Hätte es nicht, wäre es nicht im Angebot gewesen, hätte ich es in das jetzt auch nicht gekauft. Ne? Und zwar viermal Hüttenkäse. Pro Portion hätte es, also Portion, was ist, steht hier nicht dran, wie viel Portion. Also 100 Gramm hätten 91 Kalorien. Und pro Portion, ich will das alles, glaube ich, jetzt, würde jetzt 182. Also, Hüttenkäse von, ja, ist klar, Gewaiss, 88 Cent hat es gekostet. Und deswegen, ja. Ja, wohin damit? Ach ja, mach mal hier. Dann habe ich hier zweimal Skyr, isländische Art, Natur. Weil ich wollte nachher mal so eine Erdbeer-Bowl machen. Genau. Gibt es dieses Rezept bei mein WW? Ich wusste es gar nicht. Haben sie auch jetzt neu. Dann habe ich hier Tzatziki. Tzatziki war im Angebot und auch noch 10% mehr. Also von daher, ja. Dann habe ich hier Latte Macchiato von Senseo. Dann Haarshampoo. Einmal hier Schauma. Spülung habe ich hier. Und einmal Shampoo. Hier noch. Aha. Ach ja. Fruchtbuttermilch. 1% Fett. Ananas mit Kokos abgerundet. Und einmal mit roter Frucht. Multifrucht. Rote Multifrucht. Ja. Wahrscheinlich ja. Gucken wir mal. So, machen wir weiter hier. Habe ich einmal Quark. Speisequark, genau. So. Das ist nochmal der Skyr. Der ist ein bisschen eingefallen, aber das ist nicht so schlimm. Hier ist noch der andere Hüttenkäse. Packe ich wieder rein. Dann habe ich das schon gesagt? Egal. Auf jeden Fall habe ich zweimal Kohlrabi gekauft. Nee, der andere ist auch noch hier drin. Dann habe ich, ach, hier nochmal Salami. Dann zarte Haferflocken von Köln. Kölnflocken. Die schmecken auch einfach besser gefühlt, ne? Ist wirklich so. Und was ich auch gerne mache, das ist richtig lecker. Und zwar, wenn man Mehl als Ersatz, also als Mehlersatz, einfach Haferflocken püriert. Und dann ist es ja auch so ein Staub. Und also, ne? Und da kann man, es ist fast mehlartig und das schmeckt manchmal wirklich deutlich besser als Mehl. Und ich habe das als letztes Mal vor kurzer Zeit, habe ich ja so eine ganz kleine Mini-Backform gekauft. Oder ja, gekauft bei Kick. Und ja, das fand ich sehr, sehr toll. Das ist so eine 20 cm Umfang oder so, ne? Und ja, da habe ich mal Apfelkuchen gemacht. Und damit habe ich jetzt diese Apfelflocken gemahlen und dann als Mehlersatz. War richtig lecker. Genau. Dann kommen wir jetzt hin. Leckerlis. Einmal habe ich da Huhn, ne? Und hier habe ich einmal
Rind und Malz. Aha. Gut. Dann zweimal Fleisch. Und zwar gab es hier Schweinenackensteak. Ach, halt bis zum 22.06. genau. Mit Kräuterbuttermarinade. Und einmal Nackensteak, genau, Schweinenackensteak. Barbecue-Marinade. Das hat bis nur noch bis morgen. Genau. Das werde ich das heute einfrieren oder machen. Mal gucken. Genau. Dann kommen wir zum fast zum Schluss hier. Dann haben wir hier noch zwei Sachen. Und zwar habe ich hier einmal von Jakobs Eis Cappuccino. Habe ich damals schon mal gesehen. Habe es damals nicht gekauft, weil das da zu teuer war. Das war ein bisschen günstiger jetzt. Und es hätte pro Portion hier, ne, also ein Stick, haben 70 Kilokalorien. Das geht einigermaßen. Ja. Und habe ich einmal Oropax oder Wattestäbchen. Oropax ist das nicht das? Nee, Wattestäbchen. Weil ich habe immer noch ein bisschen Ohrenschmerzen. Also Ohrenschmerzen ist es nicht so. Wenn man zieht, ist da so drin. Und glücklicherweise kann ich wieder Ohrenstöpsel benutzen. Weil ich hatte die letzte Woche ja ziemlich Ohrenschmerzen gehabt. Und da konnte ich keine Ohrenstöpsel benutzen. Und ich habe zwei Katzen. Und ich wohne an der Straße und es ist nachts dann auch nicht gerade ruhig hier. Gut, es ist nicht Hauptverkehrsstraße, Auto, ne? Fährt kein Auto, aber es ist schon, ab und zu mal kommt vielleicht hier jetzt mal so ein Polizeiwagen oder ein Krankenwagen vorbei. Und meine Katzen mögen es ja auch abends oder nachts sehr gerne mal rumzuspielen. Und Sachen runterzuschmeißen oder sonst noch irgendwas, oder sich hinterher zu jagen. Und deswegen war es zwei, drei Nächte nicht so schön. Und deswegen geht es jetzt wieder, dass ich wieder Ohrenstöpsel reinpacken kann. Und das ist dann wirklich angenehmer. Genau. Aber ich habe ja den Minijob und ich kann mir selbst entscheiden, ob ich jetzt morgens putze. Also von der Zeit von normalerweise 6 Uhr bis 7:30. Aber ich habe mir so gedacht, weil es zurzeit ja Wetter recht gut ist und Staub und Dreck in der Firma sozusagen zurzeit sehr wenig ist, habe ich mir gedacht, dass ich morgen früh mache, also früh morgens hingehe. Heute kommt ja auch, spielt ja auch 96, genau. Nein, Deutschland, ob die das gespielt hätten oder nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber deswegen gucke ich mir diese, habe ich mir jetzt entschieden, dass ich morgen früh putzen gehe, weil da brauche ich nicht staubsaugen, weil ich habe zwar gefragt, wann ich anfangen dürfte zu staubsaugen, aber das wäre den da oben, also ober meiner Firma ist noch, ich wohne noch jemand. Und deswegen wollte ich jetzt nicht die Person da aus dem Bett jagen, aber meine Chefin meinte, das ist nicht so schlimm, die würden das nicht hören oder das stört den nicht. Aber trotzdem, ne? Man möchte ja, ne? Sicher ist sicher. Deswegen habe ich mir jetzt entschieden, dass ich jetzt vielleicht morgen früh hingehe und dann fege statt wischen. Und wenn es nicht so schlimm ist, dann kann ich auch nur wischen. Und das wird schon klappen, ne? Genau, meine Lieben. Jetzt werde ich hier mein ganzes Chaos hier wegräumen. Und mich dann gleich nochmal melden.